In diesem Video lernst du drei mögliche Lagebeziehungen zwischen zwei Geraden kennen und wir werden uns die Frage stellen, wie bestimme ich denn die Lagebeziehung zweier Geraden? Zwei Geraden in der Ebene haben genau eine der drei folgenden Lagebeziehungen, nämlich schneidend, das siehst du hier, das heißt, wir haben einen Schnittpunkt zwischen den zwei Geraden, echt parallel oder ident. Das heißt, sie sind genau gleich. Wie finden wir heraus, welche Lagebeziehungen wir zwischen den beiden Geraden haben? Der erste Schritt ist, wir fragen uns, ob die zwei Geraden parallel sind. Und wie überprüfen wir das? Wir fragen uns, ob der Vektor w ein Vielfaches vom Vektor v ist. Wenn das nicht so ist, dann wissen wir, diese beiden Fälle scheiden aus. Das heißt, wir haben einen Schnittpunkt. Und wie du den Schnittpunkt berechnest, das wissen wir schon. Nämlich, wir setzen die beiden Geraden gleich. Also, wenn die Vektoren kein Vielfaches voneinander sind, wissen wir haben einen Schnittpunkt, das heißt, wir berechnen den Schnittpunkt. Wenn sie schon ein Vielfaches voneinander sind, dann stellen wir uns die Frage, liegt der Punkt A auf H? Weil hier haben wir die Gerade G, das heißt, wir haben hier irgendwo einen Punkt A. Und das andere ist unsere Gerade H, das heißt, irgendwo haben wir einen Punkt B. Weil auf der Gerade G haben wir den Punkt A, das heißt, der muss irgendwo da oben liegen. Und auf der Gerade H haben wir einen Punkt B, der dann irgendwo auf der Gerade liegen muss. Deshalb stellen wir uns die Frage, liegt der Punkt A auf der Gerade H? Wenn die Antwort lautet ja, dann wissen wir, die beiden sind ident. Und wenn die Antwort lautet nein, dann wissen wir, die beiden sind echt parallel. Und wie überprüfen wir das Ganze? Wir ersetzen das große x durch den Punkt A also hier ersetzen wir das x durch den Punkt A wir schreiben es zeilenweise auf und schauen ob in beiden Zeilen das u denselben Wert bekommt weil dann wissen wir dass der Punkt oben liegt das haben wir in ein paar Videos davor schon besprochen, wenn du dich erinnern kannst. Also zusammengefasst, erster Schritt, wir überprüfen, sind die beiden parallel. Wenn nicht, dann wissen wir ganz klar, wir bekommen einen Schnittpunkt. Wir setzen die zwei Parameterdarstellungen gleich. Wenn die beiden Geraden parallel sind, dann sind das die beiden möglichen Formen. Das heißt, wir schauen, ob der Punkt A auf der Geraden H liegt. Wenn ja, dann müssen sie gleich sein. Das heißt, hier liegen dann beide Punkte A und B oben. Und wenn nicht, dann sind sie parallel. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.